Über 1000 kamen heute Nachmittag nach List zum ehemaligen alten Gasthof, der in der letzten Woche illegal abgerissen worden war. Verschiedenste Organisationen auf Sylt hatten aufgerufen, sich heute Nachmittag dort zu treffen. Und es kamen viele. Viele, die ihren Unmut und ihre Verständnislosigkeit zeigten. Aber was kann man nun wirklich dagegen tun, dass solche Geschichten hier auf Sylt weiter passieren? Reicht es aber, nur genau hinzuschauen? Was in unserer Gemeinde geschieht. Und wir werden bis Mai ganz genau hinschauen, was ihr bis dahin noch alles an Schutz verhindert. Und dann werden wir unser Kreuz machen. Dann steht ihr nicht alleine vor den Gemeindevertretern, die euch manchmal nicht mal richtig angucken. Ihr könnt einen Bürgerstammtisch gründen, ihr könnt euch ermutigen, ihr könnt Ideen entwickeln und die in die Ortsparlamente tragen. Und das macht Arbeit. Ja, Demokratie macht Arbeit. Aber ich kann euch nur sagen, es lohnt sich. Das machen wir euch vor beim Merit Reichs. Wir können etwas bewegen. Spielt die Politik denn überhaupt noch eine Rolle? Machen die, die hier bauen, sowieso nicht schon längst, was sie wollen? Muss der Protest nicht schärfer werden? Diese Frage müssen sich auch die Veranstalter unserer Meinung nach stellen. Das hat sich jetzt erledigt, dieser Termin. Endlich eine. Den unmittelbaren Anlass seht ihr vor euch, hinter mir. Ein Appell an alle Gemeinderäte dieser Insel. Machen Sie sich kommen, bevor Sie sich in einen Gemeinderat hineinwählen lassen.